Du möchtest deinen eigenen Podcast starten, weißt aber gar nicht, welches Thema du nehmen sollst, welche Interviewpartnerinnen du findest, wie das Equipment ausschaut und wie dein Podcast dann viral gehen soll. Hier sind deine 5 Schritte für deinen eigenen Podcast. Schritt 1. Finde dein Thema. Dein Thema ist näher, als du denkst. Fang damit an, dich in deinem eigenen Zimmer umzusehen. Weil dort sind Bücher, da sind Bilder, da hörst du Musik und Geräusche. Oder geh hinaus auf die Straße und schau dich um in deinem Kretzel. Entdecke Dinge, die du dort vorher noch nicht entdeckt hast und entdecke Gelegenheiten, die Welt zu verändern. Wenn du das hast, kommt Schritt 2. Geh ins Detail. Plan deinen Podcast so gut wie möglich. Eigentlich hörst du ihn in deinem Kopf, bevor du ihn aufnimmst. Planen kannst du ihn am besten mit einem Storyboard, wo du viele Details vorher festhältst, damit die Produktion danach möglichst schnell geht. Schritt 3. Besorg dir Equipment. Ich persönlich mag am liebsten diese digitalen Aufnahmegeräte. Das gibt's hier um 230 Euro, hier eins für unter 100 Euro. Du kannst heutzutage aber auch einfach dein Smartphone heranziehen für die Aufnahmen, denn die Handys heutzutage haben wirklich schon eine gute Audioqualität. Für den Schnitt empfehle ich dir Audacity, ein legales, ziemlich intuitives Programm. 2-3 Stunden Arbeit und du kennst dich wirklich damit aus. Dann kommt auch schon Schritt 4. Geh auf Aufnahme. Beginne am besten mit deiner eigenen Stimme oder mit den Gesprächen mit deinen InterviewpartnerInnen oder deinem Co-Mod. Und dann gehst du auf Geräuschefang. Fang eine Atmo ein, nimm die Straße, nimm das Fußballstadion, alles, was zu deinem Thema passt. Dann Musik, ein Jingle, eine Signation, die deinen Podcast unverwechselbar macht. Aber achte dabei bitte unbedingt auf das Urheberrecht. Und dann Schritt 5, Schnitt. Und ab in die Welt. Podcast-Hosting-Programme gibt es viele. Anchor zum Beispiel, Podbean oder Buzzsprout. Und dann rauf damit und du gehst viral. Wenn dir das immer noch nicht reicht und du möchtest noch zusätzlichen Nervenkitzel dazu, komm zu mir ins Radio. Mach Live-Sendungen im Campus und City Radio 94.4 in St. Pölten.